Der Werdegang von Präsident Gorbatschow ist uns allen bekannt. Und deshalb werde ich nichts darüber sagen. Ich möchte mich einfach auf die Relevanz seiner Weltanschauung für die heutige Zeit fokussieren. Präsident Gorbatschows Vision einer neuen Weltordnung, basierend auf einem globalen Perspektivewandel, ein Bestreben, Politik durch moralische Werte zu gestalten, ist meines Erachtens sein größtes Vermächtnis für unsere heute, für das heutige Zeitalter. Angesichts der vermehrenden Konflikte dieser Welt ist dieses Vermächtnis wichtiger geworden denn je. In Deutschland wird der Präsident Gorbatschow als die Person gepriesen, die den Anstoß zur Wiedervereinigung Deutschlands gab. Im gleichen Geiste wird in anderen Teilen des Westens er als Staatsoberhaupt gewürdigt, der den Menschen ermöglichte, dass es am System der Marktwirtschaft und der freiheitlichen Demokratie teilzuhaben und daher den Kalten Krieg zu beenden. Dieses System wurde von Kommentatoren wie etwa Francis Fukuyama als Ende der Geschichte charakterisiert, das durch die Universalisierung westlicher Werte den, ich zitiere, Endpunkt der ideologischen Entwicklung der Menschheit markiert. Jetzt seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 ist uns mehr als klar geworden, dass die Geschichte nicht zu Ende gekommen ist und dass das westliche System nicht das zum unumstrittenen ideologischen, sozialen und politischen Sieger sich entwickelt hat. Besonders seit der Wirtschaftskrise 2008 haben viele Menschen im Westen zudem erhebliche Bedenken gegenüber unregulierten Finanzmärkten, einem ökonomischen Wachstum, das überwiegend den Wohlhabenden zugutekommt. Zusätzlich zu der schon erwähnten Doktrin der freien Systemenwahl gab Präsident Gorbatschow einen entscheidenden Impuls zur militärischen Abrüstung. Ich zitiere aus seiner Rede in Straßburg im Jahre 1989. Zitat: Das philosophische Konzept des gesamteuropäischen Hauses schließt die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Konfrontation aus, ja selbst die Möglichkeit der Anwendung oder Androhung von Gewalt, vor allem militärischer Gewalt. Sie sieht vor, dass die Abschreckungsdoktrin durch die Doktrin der Zurückhaltung ersetzt wird. Doch die Doktrin der Zurückhaltung scheint heute sich aufzulösen. Mit Blick auf den gegenwärtigen geopolitischen Kontext ist die Zeit für ein Aufleben dieser Doktrin sowie die Doktrin der freien Systemenwahl gekommen. Sie erfordern, dass unterschiedliche Kulturen ihre jeweiligen Sichtweisen gegenseitig verstehen und respektieren. Keine Nation darf sich selbst als einzige Quelle der Wahrheit und Recht betrachten. Vielmehr müssen alle Nationen lernen, dass es keine Konzeption des guten Lebens gibt, die Gültigkeit für die gesamte Menschheit beanspruchen kann. Trotz aller Unterschiede in Werten und Ideologien gibt es vieles, was wir als Weltgemeinschaft tun können, um uns gegenseitig zu helfen, unsere ganz verschiedenen Ziele zu erreichen. Und außerdem gibt es einen großen ungenutzten Freiraum, die Solidarität bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele auszuweiten, beim Umgang im Klimawandel, bei Förderung von Gesundheit und Wohlstand, beim Schaffen einer sicheren Welt, bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, bei der Verteidigung der Verteilung der Gewinne der Globalisierung, bei vielen anderen mehr. Wir haben viele Probleme, die wir als Menschheit unter uns allen teilen. Unter angemessener Achtung unserer Gegensätze müssen wir diesen gemeinsamen Nenner finden in konkreten Errungenschaften
zu arbeiten. Die Zeit ist deshalb reif für ein Aufleben von Gorbatschows Vision und einer konsequenten Neuausrichtung politischer Strategien, sodass unser Bestreben für Freiheit und Wohlstand einen neuen Impuls erhält.